Hello. So. Entschuldige, dachte, es kommt was Besseres, aber bin immer noch ich. Ich habe einen Text mit dabei, der trägt den Titel Ich muss durch den Kurier, hinter die Zeit, ans Ende der Kleinen, wo der Standard abfällt. Standard, Presse, Österreich. Kurier, Krone und die Zeit, kleine Spiegelwelt, Herald, Guardian, Independent, Daily Mirror, Daily Post, Daily Express, Daily Mail, Daily Star, The Daily Telegraph, FAZ, NZZ, ZIP, Heute, Woche, Bild, New York Times, Wall Street Journal, Welt am Sonntag. Ich ziehe sie mir alle rein, gib mir Content, Trend, News, Profil und wenn das nicht reicht, die Kirchenzeitung der Diözese Linz. Ja, ich will Schlagzeilen. Bäm, mitten in die Presse, kein Clickbait, ich will Tintenflecke auf meinen Texten, ich will Fakten, nicht abgefuckt werden, nicht nach jedem Artikel 2 Stunden recherchieren müssen, ob und wie viel ich glauben darf und ist das überhaupt passiert. Ich will kein Meinungsbild, ich will selber denken müssen und dass Tatsachen für sich selbst sprechen. Wir sind von der Aufklärung so weit entfernt wie 1450. Sapere aude, ein Leitspruch, den wir hinter die Scheune geführt, niedergeknüppelt und im Hinterhof verscharrt haben. Ich will nicht lesen, mit diesen 10 Tipps gelangen Sie zu Ihrer perfekten Sommerfigur, sondern hör auf, Junkfood zu fressen. Darauf will ich klicken, das will ich mir reinziehen. Ich will die unverblümte und nackte Wahrheit. Und ja, Nacktheit ist in den verhältnismäßigen Zellen ästhetisch ansprechend, aber sie ist ehrlich. Ich konsumiere Medien, also bin ich. Ich habe gelesen, also weiß ich. Ich habe gehört, also verstehe ich. Ich habe selber nachgedacht, eher wenig. Aber meinem Nachbar, dem vertraue ich. Mein Gegenüber, das durchschaue ich. Und ich schaue genug Nachrichten, um zu wissen, was gerade abgeht. Ach so, einen eigenen Standpunkt. Nee, den habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber du musst ja auch, und du weißt ja, springe bei Konversationen öfter hin und her als beim Himmel- und Hölle-Spielen mit meinem Nachbarskind. Wir vergessen, also vergeben wir. Der Golf von Mexiko und BB wird abgelöst vom arabischen Frühling. Fukushima, Euro-Krise, Edward Snowden und die NSA-Affäre. IS, Flüchtlingskrise, Donald Trump, Terrorangst, die Welt steht in Flammen. Fridays for Future, der Lockdown ist da. Und sobald es von der Titelseite verschwindet, ist es aus den Medien, aus dem Sinn. Beängstigend. Wussten Sie, dass ChemikerInnen ein Element entdeckt haben? Es wird im Periodensystem mit OH abgekürzt. Es ist das Element der Überraschung. Sie nennen es Bullshit, ich alternative Fakten. Es würde mich nicht wundern, wenn irgendwann, sobald ich am Ende eines Artikels angelangt bin, Jonathan Frakes vor mir stehen würde und zu mir sagt, du fragst dich, ob das genauso passiert ist, da muss ich dich leider enttäuschen, das ist von der Redaktion frei erfunden. Und ja, die Kritik betrifft hauptsächlich Online-Blätter, die ohne Klicks kein Geld machen, weil die Werbung auf ihren Seiten nicht gesehen wird. Aber wie traurig ist das denn? Eine Welt, in der die journalistische Integrität mit Füßen getreten wird, man ohne Clickbait, folglich weniger LeserInnen, schneller ausgetauscht wird als die Parteispitze der SPÖ. Abgesehen von Weiß, ich weiß nicht, ob Sie das Blatt kennen, aber bitte bleib so, wie du bist. Das sind noch Nachrichten, die sich nach niemanden richten und unabhängiger Journalismus in seiner reinsten Form. Ich meine, wo sonst bekommt man so solch versteckte Juwelen zu lesen wie Ich war bei der Bratensoßen-Wrestling-WM oder Diese Bilder zeigen Berlin in seiner ganzen Berlinigkeit oder, und auch hier darf ich zitieren, schon wieder hat jemand dermaßen in eine Flugzeugtoilette geschissen, dass es umdrehen musste. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich daran am besten finde. Die plumpe Wortwahl, die Tatsache, dass sich jemand dachte, jo, darüber schreibe ich einen Artikel, das will die Menschheit lesen. Zugegeben, bei dem Typen hat es funktioniert. Oder die Tatsache, dass die Schlagzeile mit schon wieder beginnt. Und wie soll ich Nachrichten noch ernst nehmen, wenn sie selbst zwischen Satire und Realität nicht mehr unterscheiden können? Ein TV-Sender in Ungarn hat original auf die Meldung des Satireportals Noctara bekannt gegeben, dass die Stadt Essen in Deutschland sich aus Rücksicht auf Muslime während des Ramadans in Fasten umbenennt. Und ich kann Ihnen keine Vorwürfe machen. In einer Zeit, in der die Welt zu einer Karikatur seiner selbst verkommt. Apropos Medien. Ich habe da so meine eigene kleine Verschwörungstheorie. Wie ihr wisst, wurde Pluto der Planetenstatus aberkannt, weil um ihn herum weitere Zwergplaneten gefunden wurde. Was aber, wenn Pluto nie ein Planet bzw. Asteroid war? Was, wenn Pluto, ein riesiger Satellit, eine externe Nachrichtensendestation als Planet getarnt von einer Spezies dort draußen in unsere Umlaufbahn gesandt wurde, um uns zu überwachen? Und als sie dann draufgekommen sind, wie bescheuert die Spezies Mensch eigentlich ist, haben sie sich gedacht, sie verkaufen die Bilder und Videoaufnahmen an einen Sender auf ihrem Heimatplaneten und heute laufen wir jeden Mittwoch zur Primetime per Ihnen auf der Matschhelme. Kinder warten ungeduldig vom Fernseher, Eltern eilen zum Sofa, habe ich was verpasst? Wir sind einfach nur das Assi-TV der Galaxie, RDL, und mittlerweile so ein Renner, dass wiederum andere Planeten ihre Sendestationen zu uns geschickt haben und deshalb wurden nach einiger Zeit mehrere sogenannte Zwergplaneten in der Nähe von Pluto gefunden.
Wir als Nutzer stehen in der Verantwortung, unsere Medienlandschaft zu gestalten. Und vielleicht irre ich mich ja, vielleicht braucht es Artikel über Berlins Berlinigkeit oder Flugzeugtoiletten. Vielleicht braucht es hin und wieder ein wenig Nonsens, um nicht völlig an der Welt da draußen zugrunde zu gehen und an den Meldungen, mit denen wir täglich zugeballert werden, die irgendwann dazu führen, dass man sich auf Bühnen stellt und Leute so Sachen erzählt wie: Hey, kennst du eigentlich die Wahrheit hinter Pluto? Danke.